Hallo und herzlich willkommen zur Leitführung durch die Ausstellung Wege in die Abstraktion, Marthe Höpfner und Willi Baumeister. Wir haben heute ein ganz besonderes Format, quasi eine Premiere. Es wird einen dialogischen Ausstellungsrundgang geben und dementsprechend bin ich heute nicht alleine. Carsten Pape ist mit mir in der Ausstellung. Carsten Pape ist Physiklehrer in Friedrichshafen und arbeitet zugleich in der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn gewinnen konnten für diesen dialogischen Ausstellungsrundgang. Sie werden sich wahrscheinlich wundern, warum gehen wir mit einem Physiker durch die Ausstellung. Es ist ja eigentlich ein Ausstellungskonzept, das sich Willi Baumeister und Marthe Höpfner widmet, also einem Maler und einer Fotografin. Und in der Ausstellung geht es ja vor allem um den künstlerischen Austausch zwischen den beiden, um so ein bisschen auch aufzuzeigen, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es gibt. Aber tatsächlich bei Marthe Höpfner spielen sehr stark eben auch physikalische Phänomene und Prozesse eine Rolle. Deswegen haben wir Carsten Pape eingeladen, das mal mit uns gemeinsam ein bisschen genauer auch beleuchten, was Marthe Höpfner eben da für verschiedene physikalische Phänomene untersucht. Und tatsächlich ist diese Auseinandersetzung und diese starke Verzahnung mit Wissenschaft und vor allen Dingen der Naturwissenschaft schon etwas, was Marthe Höpfner seit ihrem Studium verwendet hat. Sie hat ja bei Willi Baumeister in Frankfurt studiert, von 1929 bis 1933. Und ich stehe hier vor dem Archivtisch, wo wir verschiedene historische Dokumente lesen können, verschiedene Briefe, wie sie sich ausgetauscht haben. Und hier gibt es eben auch ein Statement von Marthe Höpfner, in dem sie über die Zeit bei Willi Baumeister spricht, über die Studienzeit. Und da gibt es eben auch ein sehr schönes Zitat. Und zwar schreibt sie: Professor Willi Baumeister hat die Künstler und die Forscher gleichgesetzt. Der Künstler arbeitet wie der Forscher, er macht Entdeckungen. Er fordert uns auf, uns Einblick zu verschaffen in die moderne Wissenschaft, wovon er uns vieles erläuterte. Er hat im Experiment und dessen technischer Präzision eine wichtige künstlerische Aufgabe gesehen. Im Unterricht lernten wir Fantasie und Technik ineinandergreifen zu lassen durch gegenstandslose Bilder auf fotografischem Wege, in Klammern Fotogramme. Also wir sehen hier schon, dass sowohl im Studium die Wissenschaft einen sehr, sehr hohen Stellenwert hatte. Und wir würden jetzt hier auch direkt in der Ausstellung mit einem Gemälde von Willi Baumeister starten, das sich hier auf der linken Seite befindet. Wir laufen mal nach drüben. Das ist ein Gemälde von Willi Baumeister von 1921, die Darstellung des Apoll. Also es ist eigentlich ein mythologisches Thema, mit dem sich Baumeister hier auseinandersetzt. Apoll ist der Gott der Künste. Aber was eben sichtbar wird, wenn man sich das Werk genauer anschaut, dass er eben hier auch den Sehprozess thematisiert. Also wir sehen hier auf der rechten Seite diese Figur, von der verschiedene Linien abgehen, wahrscheinlich vom Auge. Und wir sehen dann hier das Motiv auf der linken Seite und dann diese Figur, die quasi auf dem Kopf steht. Und so ein bisschen erinnert diese ganze Darstellung an die Kamera Obscura, die natürlich auch in der Physik eine wichtige Rolle spielt. Vielen Dank für die Einführung. Ich komme jetzt zur Physik, ganz genau. Das Grundprinzip in der Physik, was dafür eine Rolle spielt, ist das Sender-Empfänger-Prinzip, kann man kompliziert sagen. Wir haben einen Lichtsender, der sendet Licht aus. Wir haben einen Empfänger, zum Beispiel unser Auge, und ein Objekt wie das Bild, das streut das Licht, was von der Lampe kommt, und das fällt in unser Auge. Unser Auge kann es darstellen. Unser Gehirn dreht das Bild, was auf der Netzhaut erscheint, dreht es um, dass wir es richtig rumsehen. Bei der Kamera Obscura ist ein einfaches Auge, kann man hier durch diese historische Darstellung untermalen. Wir haben zum Beispiel Sonnenlicht, das fällt auf den Mann. Das Licht wird gestreut vom Hut weg durch das Loch in dieser Wand. Hier ist eine Dunkelkammer hinten dran. Und jetzt erscheint der Hut hinten unten in der Kammer abgebildet. Jetzt ist aber vom Fuß, das Bild, was vom Fuß weggestreut wird, fällt durch das Loch nach oben. Dadurch erhalten wir eine auf den Kopf gestellte Abbildung des Mannes. Jetzt, wenn wir unser Gehirn dahinter denken, so funktioniert auch das Auge, ins Gehirn dreht das Bild dann um.
Überliefert wurde uns das Prinzip von Aristoteles, der hat etwa 350 vor Christus gelebt. Das ist die älteste Überlieferung dieses Camera Obscura-Prinzips, die wir kennen. Und ist hier schön dargestellt, mit dem Auge am Gehirn im Prinzip. Genau. Ja, also man könnte zum Beispiel überlegen, ob nicht hier auf der linken Seite dieses Quadrat, das verbunden ist über eine Klammer mit diesem ganzen Setting, ob das nicht quasi auch eine Camera Obscura ist. Denn tatsächlich haben sich viele Malerinnen und Maler die Camera Obscura auch angeeignet, um die Realität möglichst realitätsnah darzustellen. Also es war ein wichtiges Hilfsmittel eben auch in der Malerei. Also von daher könnte man vielleicht vermuten, dass dieses Werk eben auch eine Auseinandersetzung von Baumeister mit dem Sehprozess und mit der Camera Obscura ist. Und wir würden jetzt zur zweiten Station gehen, um uns ein bisschen anzuschauen, wie Marta Höpfner mit Polarisationsfiltern arbeitet. Und wir laufen dafür einmal ganz schnell durch die Ausstellung, dass Sie auch so ein bisschen Eindruck bekommen, was sonst noch zu sehen ist. Also wir haben natürlich den Fokus auf den physikalischen Fragestellungen gelegt und wollen aber trotzdem hier so ein bisschen auch zeigen, die verschiedenen Themen, mit denen sich Baumeister und Höpfner beschäftigen. Es geht sehr stark um das Thema Körper, also natürlich einmal um Bewegung, Dynamik, aber auch um Statik. Also es wird sowohl in den Gemälden als auch in den Fotografien aufgegriffen. Es geht natürlich auch um das Thema Sport, was tatsächlich in den 20er Jahren präsent war. Hier ist eine Malerei von Baumeister zu sehen, gegenübergestellt mit einer Martha Höpfner, die Hockeyspieler, die man hier sehen kann. Und wir kommen dann hier zu den Fotogrammen, von denen Martha Höpfner ja auch gesprochen hat in ihrem Zitat über ihre Ausbildung bei Baumeister. Also das sind eben hier die Fotogramme, das heißt die kameralosen Fotografien. Man muss sich so vorstellen, dass auf einem Fotopapier werden verschiedene Objekte aufgebracht, dann belichtet und so entstehen eben diese Fotogramme. Wir würden aber hier noch einen Schritt weitergehen zu den variochromatischen Objekten. Das sind Lichtobjekte, die Martha Höpfner ab 1965 konzipiert hat und die sehr, sehr interessant sind, weil sie hier die Frage von Licht und wie entsteht durch Licht, wie kann man durch Licht auch das Unsichtbare sichtbar machen, nochmal in den Raum überträgt. Also es geht darum, auch die Farbe mit einzubeziehen, die Bewegung und eben auch den Raum. Und wir haben eben hier diese fünf Objekte, diese variochromatischen Objekte, wo man eben sieht, das ist hinterleuchtet, man sieht so verschiedene Kunststofffolien, die hinterleuchtet sind mit einem Polarisationsfilter, dann gedreht werden und so entstehen dann eben diese verschiedenen Farben eben auch. Es gibt einmal diese Objekte, wo es mechanisch erzeugt wird, also wo ein Motor immer durchläuft und wir haben dann eben hier auf der rechten Seite die Objekte, wo die Besucherinnen und Besucher auch eingeladen sind, selber diesen Prozess auch nachzuvollziehen, indem man eben hier den Polarisationsfilter eben auch bewegen kann und so quasi vom Unsichtbaren das Sichtbare dann eben auch erzeugt durch die Bewegung. Und ich würde sagen, vielleicht schauen wir uns dann mal auch genauer an, was bei der Polarisation passiert, wie eben auch Polarisationsfilter funktionieren. Und wir haben dafür eine kleine Experimentierstation auch in der Ausstellung aufgebaut. Und ja, Herr Pape wird kurz auch mal erklären, wie denn die Polarisation funktioniert. Gerne, vielen Dank. Das Entscheidende, womit wir starten sollten an der Stelle, ist Licht. Wie ist das aufgebaut? Man kann Licht als Welle sehen. Als Welle kann man sich ein bisschen, um es fassen zu können, wie eine Wasserwelle sehen, breitet sich so aus. Bei Licht ist es aber speziell, das ist unpolarisiert erstmal, wenn es von einer Lampe oder von der Sonne kommt. Das heißt, es kann sich so ausbreiten und gleichzeitig kann es sich, wenn sich so, auch noch so ausbreiten und in alle Richtungen. Und dargestellt ist es ein bisschen hier. Die können auch noch miteinander interagieren. Dann hatten wir zirkular polarisiertes Licht und jetzt haben wir hier einen Polarisationsfilter.
Den kann man sich so vorstellen wie dieses Gitter. Hier sieht man es ein bisschen anschaulich. Dieses Gitter kann man als Polarisationsfilter nutzen. Das Licht kommt nicht vollständig durch. Es kommt nur bestimmtes Licht durch. Und zwar das, das jetzt im Prinzip so ankommt, dann kann es durchgehen. Die anderen Komponenten, die jetzt so ankommen, die kommen nicht durch. Durch weitere Effekte, die hier im Gitter entstehen. Und jetzt kann ich Licht rausfiltern und es bleibt nur noch eine Komponente übrig. Und das macht der Polarisationsfilter. Die sind verschieden aufgebaut. Also den kann man als Gitter auf molekularer Ebene sehen. Das Ganze kann man aber auch mit Kristallen erzeugen, dieses Phänomen. Und da kommen wir noch später gleich zu. Die Polarisationsfilter kennen viele wahrscheinlich aus der Fotografie. Wenn man dieses Beispiel mal nimmt, wenn Licht gestreut wird, reflektiert wird, dann wird es teilweise polarisiert und jetzt kann ich Streulicht, was auch an der Wasseroberfläche zum Beispiel gespiegelt wird, wird dann polarisiert und über einen Polarisationsfilter auf der Kamera kann ich jetzt Reflexionen rausfiltern. Das heißt, ich bekomme die Spiegelung weg, kann auf den Grund des Wassers gucken. Die Farben werden intensiver. Im Himmel wird das Sonnenlicht gestreut, das heißt, ich habe auch da viele Anteile des Lichts, die rausgefiltert werden und die Bildqualität steigern und intensiver machen. Jetzt hat Martha Höpfner zwei Polarisationsfilter genommen und der eine dreht sich sogar hinten. Dadurch hat man diese wandernden Farbeindrücke im Kunstwerk drin. Jetzt ist dazwischen aber noch Zellophan. Zellophan ist Zellulose. Es fühlt sich an wie Plastik, kennen wir als Plastiktüten, aber es ist ein Naturprodukt, Zellulose. Kein eigentliches Plastik, wie wir es heute oft in Verwendung haben. Und was macht dieses Zellophan, wenn man sich das mal so anschaut? Natürliches Licht kommt rein und jetzt wird dieses Licht wird aufgespalten. Und zwar habe ich eine Komponente, die wird abgelenkt und in eine Richtung polarisiert durchgelassen. Und der andere Lichtstrahl wird im Material in eine andere Richtung polarisiert durchgelassen. Jetzt wurden von diesem Zellophan, gerade bei dem letzten Kunstwerk, wurden verschiedene Schichten übereinander gelegt. Dadurch legt das Licht, was von der Lampe kommt, im Zellophan verschieden lange Strecken zurück. Deswegen erhalten wir nachher verschiedene Farbeindrücke. Und durch Drehen des einen Polarisationsfilters erzeugt man dann noch diesen ständigen Farbwechsel. Jetzt haben wir das Ganze noch einmal, um es eindrücklicher zu zeigen, in diesem kleinen Experiment dargestellt. Einmal haben wir hier zwei Polarisationsfilter. Das heißt, das von der Lampe kommende unpolarisierte Licht wird durchgelassen. Der hat jetzt einen kleinen Defekt in der Mitte. Und jetzt lege ich einen gleichen Polarisationsfilter einmal dahinter. Man sieht, das Licht kommt durch. Jetzt drehe ich den einen aber, jetzt wird es dunkel. Das heißt, von der Wand her kommt Licht, wird hier drin polarisiert und der wird jetzt verdreht draufgesetzt und es kommt nicht mehr durch, das polarisierte Licht. Das Ganze kann man auch schön zeigen an Computerbildschirmen. Computerbildschirme sind schon polarisiert aufgrund des Aufbaus des Displays und jetzt schicken wir das durch eine CD-Hülle. Erstmal nichts Besonderes. Interessant wird es jetzt, wenn man den Polarisationsfilter vor die Kamera hält und man sieht jetzt, das Licht wird in der CD-Hülle, man sagt doppelt gebrochen und wenn man jetzt einen dreht, dann wandern die Farbeindrücke. Das liegt jetzt daran, man sieht jetzt wunderbar, gerade auch hier an dem Punkt in der CD-Hülle, man sieht Verspannungen im Material, weil beim Herstellungsprozess einfach überall verschiedene Kristallausrichtungen des Materials der CD-Hülle vorliegen, hat man jetzt einfach hier diese verschiedenen Farbeindrücke. Das Licht legt verschiedene Wege zurück an verschiedenen Stellen der CD-Hülle. Und das nutzt man häufig, um Kristallrichtungen in Materialien herauszufinden oder eben Verspannungen. Ja, gerade bei so Materialien sind Verspannungen oft unerwünscht und so lässt sich das experimentell bestimmen. Also das, was quasi bei Martha Höpfner das Zellophan
ist, das war jetzt hier dann eben die CD-Hülle, um das nochmal zu zeigen. Ganz genau. Genau, also wenn Sie Fragen haben oder Kommentare, dann stellen Sie die sehr gerne. Und ich höre jetzt auch von meiner Kollegin, es gab jetzt auch schon die erste Frage. Ja, wo werden Polfilter überall eingesetzt? Außer an der Fotografie oder am Computerbildschirm? Am Computerbildschirm kann man sagen, da wird er nicht eingesetzt. Aufgrund des Aufbaus sind die schon im Prinzip polarisiert. Es liegt an diesen Displays, an den Teilchen im Display. Sonst werden die eingesetzt, gerade zum Beispiel bei der Materialuntersuchung, wie ich gesagt habe, dass man Verspannungen feststellt. Wenn man jetzt zum Beispiel Solarzellen, finde ich jetzt ein schönes Beispiel, und Solarzellen, die haben eine perfekte Gitterstruktur im Idealfall, dann kann man damit die maximale Ausbeute erzielen. Und das wäre jetzt ein Material, da ist es interessant zu gucken, ist der Kristall perfekt? Jetzt sehe ich, oh, das sind Verspannungen. Da können wir jetzt ein vergleichbares Verfahren nehmen. Das Licht wird dann polarisiert und je nach Kristallstruktur auf der Zelle anders ausgerichtet. Dann eben gerade verschiedene andere Kristalluntersuchungen. Das wäre jetzt das nächstliegendste, wo die eingesetzt werden. Das ist der häufigste Einsatzbereich. Aber die Wissenschaft ist endlos, deswegen müssen wir mal recherchieren, was es sonst noch für Einsatzbereiche gibt. Ja. Sehr gut, ja, dann würden wir noch zur nächsten Station gehen, und zwar zu den Fotografien, in denen sich Martha Höpfner mit Interferenzen beschäftigt. Interferenzen ist tatsächlich ein Phänomen, mit dem sich Martha Höpfner seit den 1940er Jahren beschäftigt. Zunächst in der Schwarz-Weiß-Fotografie, später dann auch in der Farbfotografie. Und wir sehen hier eine ganze Reihe von Aufnahmen, wo sie eben Phänomene in der Natur festhält. Sie war ja immer auch auf der Suche nach den Urformen, und die hat sie eben zum einen in der Natur gesucht, aber auch in den verschiedensten Stoffen. Also wir haben hier einmal eine Aufnahme von Seidengeweben, die sie eben mit Hilfe von Interferenzen aufgenommen hat, diese Fotografien erstellt. Und wir haben hier auf der linken Seite die Fotografie, die Fett und Wasser, also sozusagen dieses Zusammenkommen dieser zwei Materialitäten festhält. Und sie arbeitet hier mit Interferenzen, und jetzt wäre natürlich direkt meine Frage, Herr Pape, was sind denn eigentlich Interferenzen? Also die Voraussetzung für Interferenzen ist die im Prinzip Wellennatur des Lichts, und es gibt zwei, im Prinzip eine Voraussetzung, dass Interferenzen möglich ist, und zwar muss man die stellen an die Ursache des Lichts. Licht muss in einer bestimmten Beziehung zueinander sein, verschiedene Lichtquellen, dass sie sich dann überlagern können. Beim Überlagern, ich habe das hier dargestellt auf einem Foto, das ist ein Foto von einer Wellenwanne, das sind Wasserwellen, die sind von unten her beleuchtet mit Licht, und jetzt sieht man hier schattenhaft den Erreger der Wellen, und die Wellen breiten sich kreisförmig aus, und jetzt bekommt man hier einzelne Punkte, wo die sich überschneiden, diese Wellenbereiche. Man hat Verstärkung der Wellen, wenn die im gleichen Moment an der gleichen Stelle sich treffen, dann verstärken die sich gegenseitig, oder die können sich aber auch auslöschen, komplett. Das kann man sich, wenn man jetzt mal akustisch sich das vorstellt, wir hätten zwei Lautsprecher und bewegen uns durch den Raum. Jetzt gibt es Bereiche, da hören wir das Signal, was die Lautsprecher ausgeben, einmal gar nicht, jetzt bewegt man sich weiter, jetzt höre ich es plötzlich doppelt so laut. Ein bisschen, um die Vorstellung so ein bisschen zu ermöglichen. Das Ganze geht mit Wasserwellen, mit Mikrowellen, mit vielen Arten von Wellen und eben auch mit Licht. Mit Licht wird es halt nur abstrakt, da kann man sich es dann schwerer vorstellen. Und Interferenz kann jetzt einmal so gehen, dass wenn ich jetzt verschiedene Lichtquellen habe, die kann ich jetzt hier erzeugen mit zum Beispiel einem Gitter. Ein Gitter, das ist, kann man sich vorstellen, wie vorhin dieses mit den Metallstäben, nur hier wirklich auf ganz, ganz kleiner Ebene, es sind 100 Striche, 100 Gitterstäbe pro Zentimeter, kann man sagen, die ich hier habe, und da schicke ich diesen Laserstrahl einmal durch, und der Laserstrahl, der ist ursprünglich natürlich punktförmig, und wenn ich ihn jetzt durch dieses Gitter schicke,
interferieren diese einzelnen Lichtstrahlen. Aus jedem Gitterstab oder zwischen jedem Gitterstäben kommt eine Welle raus. Die Wellen breiten sich wie die Wasserwellen kreisförmig aus, überlagern sich, löschen sich aus und verstärken sich. Muss es dann immer so relativ regelmäßig auch sein oder können das auch ganz unregelmäßige Figuren sein, die dann entstehen? Jetzt in dem Fall ist es immer symmetrisch. Man kann das Ganze auch mit einer Lochblende erzeugen, wie beim Foto, einfach so eine Lochblende wie das Objektiv, kann man ja auch auf und zu machen. Und dann hat man ein kreisförmiges Interferenzmuster. Also es ist immer symmetrisch in der Regel. Unsymmetrisch wird es dann wie bei der Fotografie. Jetzt gibt es noch einmal diese Möglichkeit des Durchleuchtens. Wenn man jetzt mal einen Seidenstoff nimmt, den könnte man auch durchleuchten, wenn er dünn genug ist. Und beim Durchleuchten kommt das Licht zwischen den Fasern durch und kann dahinter interferieren. Das heißt, man sieht bestimmte Interferenzmuster, die müssen nicht symmetrisch sein, was ich jetzt gesehen habe. Jetzt gibt es noch eine andere Art, Interferenz zu erzeugen, und zwar durch Reflexion. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das kennt man vielleicht von Seifenblasen, kennen das viele, die schimmern so in Regenbogenfarben. Manchmal, wenn der Lichteinfall stimmt und alles stimmt, sieht man Regenbogenfarben. Jetzt habe ich das versucht, hier grafisch darzustellen. Und zwar, wir haben einmal hier eine grüne Lichtwelle. Wir nehmen jetzt einmal eine Lichtwelle, die grüne, die trifft auf die Seifenblase. Jetzt haben wir erstmal eine Oberfläche, da wird das Licht reflektiert und dabei, da wir von der Luft in was Dichteres kommen, in ein optisch dichteres Material, gibt es einen Sprung und die Welle läuft entgegengesetzt zurück. Jetzt sieht man schon, die sind gegenläufig, die können sich auslöschen. Jetzt gibt es aber einen Teil des Lichts, der geht natürlich auch in die Seifenwand hinein und wird da wieder reflektiert. Jetzt tritt er wieder aus, kommt natürlich zurück bei der Reflexion und jetzt wird auf diese Art und Weise werden bestimmte Komponenten des einfallenden Lichts ausgelöscht und man bekommt diese Regenbogenfarbeneindrücke, dass eben nur noch gewisse Farben übrig bleiben. Besonders gut geht es bei dünnen Schichten, das heißt hier die Seifenblase, wenn man jetzt hier nochmal schaut, das läuft innen natürlich zurück und entscheidend ist, dass die besonders dünn ist. Also die Dicke, die muss eigentlich gegen Null gehen. Man sieht es auch oft bei Ölfilmen. Wenn man so Ölfilme in Pfützen hat, vom Auto zum Beispiel, sieht man oft so schillernde Regenbogenfarben. Das ist genau dasselbe Prinzip, weil man hat ein ganz dünne Ölschicht und daran wird es reflektiert. Und dann passiert dasselbe. Wir haben einen Bereich, das reflektierte Licht kann sich überlagern, es kann sich auslöschen und dann entstehen diese Farbeindrücke. Und das wäre jetzt eher bei Martha Höpfner, die dieses Bild mit dem Seidenstoff ist jetzt eigentlich eher typische Darstellung von der Interferenz mit Reflexion. Wir haben, das kann man auch oft auch eben zur Untersuchung, wie vorhin schon besprochen, von Materialien nehmen, von der Oberflächenbeschaffenheit und Kristallstruktur. Und das andere jetzt bei Wasser und Öl, das lässt sich häufiger beobachten, eben gerade bei Seifenblasen und Ölfilmen. Also hier haben wir dann quasi ein bisschen diese unregelmäßigen Muster. Und muss man sich das so vorstellen, dass Martha Höpfner quasi mit einer Lichtquelle gearbeitet hat? Wäre es auch denkbar, dass sie vielleicht mit zwei Lichtquellen gearbeitet hat? Wäre denkbar, das ist jetzt eben schwierig, da man nicht wirklich weiß, wie sie jetzt genau den Aufbau gemacht hat. Das ist ein Stück weit jetzt natürlich anders bei der Kunst als in der Wissenschaft. Wir wollen dann eher wissen, wie ist die Kristallstruktur in einem Stoff zum Beispiel oder hat er Verspannungen irgendwie bei einem bestimmten Material. Sie wollte natürlich jetzt tolle Effekte wahrscheinlich erzeugen. Deswegen ist alles möglich. Das muss man eben probieren. Müsste man jetzt experimentell einfach ausprobieren. Das kann sein, dass sie vielleicht dann mit Spiegeln gearbeitet hat oder verschiedene Lichtquellen oder von unten beleuchtet. Ist generell möglich, müsste man einfach mal testen. Das ist jetzt schwer zu sagen. Ja, es ist tatsächlich auch interessant, weil sie hat ganz viel mit Experimenten eben auch gearbeitet. Also hat ganz intensiv das studiert, sehr, sehr lange, dann auch so Vorlaufzeiten gehabt, um eben auch so das perfekte Ergebnis dann quasi auch zu erzielen. Also vielleicht hat sie auch mit Spiegeln und so weiter experimentiert.
Wir haben in der Angabe, das ist nicht nur eine Interferenzfotografie, sondern auch nochmal mit polarisiertem Licht, wo wir natürlich auch nicht ganz wissen, okay, vielleicht wurde das noch mit eingesetzt. Eine Frage, die jetzt auch noch aus der Community kam zum Thema Polarisationsfilter. Wissen Sie, seit wann es Polarisationsfilter gibt, seit wann die eingesetzt werden? Kann ich jetzt spontan nicht sagen. Nee. Das ist jetzt entdeckt, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil das ist Licht lässt sich auf verschiedene Weisen polarisieren. Einmal durch diese Gitter, aber auch durch Kristalle. Gerade dieses Zellophan. Das Zellophan wurde erst jetzt 1900 irgendwas wurde das entdeckt, meine ich. Ich glaube nach 1900. Und das nennt sich doppelbrechendes Material. Und wo eben dieses einfallende Licht in seine Komponenten aufgeteilt wird und verschiedene Laufwege nimmt, können wir vereinfacht sagen. Und das kam erst später auf. Jetzt gibt es aber noch andere Kristalle, da wurde es früher entdeckt, dieses Phänomen. Könnte auch 1800 irgendwas gegen 19. Jahrhundert sein, aber jetzt historisch müssen wir das natürlich recherchieren. Das kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Weil das ist jetzt auch recht chemisch. Da müssen wir gucken, damals hat sich das noch viel stärker überlappt, die Chemie und die Physik, wann jetzt was aufkam, wann der Effekt entdeckt wurde. Kristalle wurden ja von Chemikern schon länger untersucht. Aus dem Stegreif kann ich keine sichere Antwort geben. Ja. Okay, gibt es denn noch weitere Fragen oder Kommentare aus der Community zur Führung? Ansonsten könnten wir noch zum Abschluss, wir haben tatsächlich noch so ein kleines Mysterium, wo wir nicht genau wissen, was da passiert, über das eben auch sprechen. Und zwar würden wir hier über diese Farbinterferenzen sprechen. Ich habe ja gesagt, es ist nicht nur ein Phänomen, was Martha Höpfner in der Schwarz-Weiß-Fotografie benutzt, sondern eben auch in der Farbfotografie. Allerdings sind wir uns hier nicht ganz sicher. Sie sagt, es sind Farbinterferenzen. Aber was denken Sie, sind das tatsächlich die Interferenzen, wie wir sie eben auch hier beobachten konnten, oder geht es vielleicht bei den Farbaufnahmen nochmal in eine andere Richtung? Ich könnte mir vorstellen, dass es eher mit Interferenz, dass es nach dem Duden im bildungssprachlichen in der bildungssprachlichen Wortbedeutung verwendet wurde, Interferenz, dass Farben überlagert wurden. Das ist im Prinzip jetzt gerade die Darstellung der variochromatischen Objekte. Wenn man gerade diese Kreisstrukturen anschaut, das sind gerade die überlagerten Zellophanschichten. Und dann wieder durch die drehenden Polarisationsfilter hatten wir die Farbeindrücke. Jetzt ist schwer zu sagen, hat sie das einfach nur so dargestellt, wie die variochromatischen Objekte das jetzt so wiedergegeben haben, oder hat sie vielleicht sogar jetzt mit Farbeditionen gearbeitet. Jetzt müssen wir im Prinzip untersuchen, welche Farben wo eine Rolle spielen, ob die vielleicht einfach durch Farbadditionen klassisch wie im Wasserfarbenkasten gemischt wurden und neue Farben entstanden, ob sie das nur so dargestellt hat, abfotografiert hat im Prinzip die variochromatischen Objekte. Aber mit der klassischen Interferenz, dass sich jetzt Licht überlagert, zur physikalischen Bedeutung passt es für mich jetzt nicht direkt. Mhm. Also ich vermute tatsächlich eher, dass es so eine einfach sprachliche Interferenz heißt im Prinzip Überlagerung und Überschneidung, dass es sich einfach jetzt hier farblich überschneidet. Mhm. Ja, vielen lieben Dank. Ich schaue nochmal meine Kollegin an, ob es vielleicht noch Fragen gibt. Nein, alle Fragen geklärt. Dann nochmal herzlichen Dank an Herrn Pape für diese, ja, um nochmal so ein bisschen die physikalischen Hintergründe, weil es für uns natürlich als Kunsthistorikerin vielleicht nochmal so ein anderer Zugang auch zu den Werken und war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Nächste Woche haben wir tatsächlich einen Vortrag wieder in der Vernetzung der Welt mit Henry Wiedler. Wird es wieder um 19 Uhr dann ein Live-Format geben. Sie sind herzlich eingeladen, dann wieder einzuschalten. Vielen Dank.